Unterwegs sein, reisen. Nur noch knappe 2 Stunden Reisezeit. Aber das weiß man ja nie. Eine Signalstörung und bumm, wird die Reisezeit wieder relativ. Und dann fährt man andersrum. Und die Reisezeit dehnt sich aus. Zeitenreis. Ah, Brigitte, du Schelmin. Wir können ja Zeitreisen. Es ist ja möglich. Ja, aber eben nur in eine Richtung und mit einer festen Geschwindigkeit. Nämlich 1 Sekunde pro Sekunde. Die Leute sagen, wenn Zeitreisen möglich wären, müssten wir ja schon mal einen Zeitreisenden getroffen haben. Aber vielleicht stirbt die Menschheit ja auch einfach bald aus. Also vor der Zeit, in der die Zeitreise entwickelt wird, geworden wäre. Werden würde. Klima zum Beispiel. Oder alle Telefone auf der Welt explodieren gleichzeitig. Wie bei den Dinosauriern. Bumm, das war's mit Zeitreisen. Und auch sonst. Oder es gibt Zeitreisende und wir denken, dass die Leute verrückt sind. Vielleicht sollte man mal in den geschlossenen Anstalten schauen, wer da so sitzt. Wenn man zum Beispiel jetzt Zeitreisen könnte, würde man vermutlich losreisen, um Hitler zu töten. Aber als der an der Macht war, wurde er beschützt. Also müsste man ihn als Kind umbringen. Und wenn man das täte, wäre man in der Zeit der Leute nur ein Mörder, der ein Kind umgebracht hat. Das mäßig malen konnte. Und warum sollten die so jemandem glauben? War schon manchmal konisch mit den Kausalketten. Peperonis zum Beispiel sind scharf geworden, damit sie nicht gegessen werden. Ja, und jetzt essen wir sie nur, weil sie scharf sind. Und wenn man ein Kind Silke nennt, wird es blond und bekommt eine Brille. Und Bücherregale sind Holzscheiben, die dünnere Holzscheiben tragen müssen. Und bei einem Baumhaus trägt ein Baum einen seiner ermordeten Freunde. Und eine Kopfhaut ist quasi ein 3D-Drucker für Haare. Und bei Schere, Stein, Papier verlieren zu wollen, ist genauso schwer, wie da gewinnen zu wollen. Moment mal, Brigitte, das waren gar keine Kausalketten. Aber da sieht man es doch deutlich. Eine kleine Signalstörung und bumm, wieder alles relativ.